Ja, schönen guten Morgen hier vom schönen Dunn-Camps bei Kolding, beim City Camp. Ja, wir haben echt schön geschlafen hier, sehr ruhig und sehr lang geschlafen, sodass wir also heute mal die Reihenfolge drehen und erstmal frühstücken. Wir haben schon alles fertig hier, die Stullen bzw. Brötchen belegt, ist alles da. Und haben auch schon für die Fahrt. Machen wir uns ja mal alles fertig. Hier die Stullenboxen und auch Obst. Das ist hier Glas, deswegen haben wir das in so ein, Claudia extra so kleine Filz, wie sagen wir dazu, Täschchen. Filztäschchen gemacht, damit das Glas hier nicht kaputt geht. Ganz lustig. Ja, und danach gehen wir dann auch duschen. Wo bin ich denn hier? Kamera? Ja, hier bist du. Und dann gehen wir duschen. Hier sind ja vier Duschen auf dem Gelände und die eifrigen Wohnwagenfahrer sind schon dabei, hier die Hubstützen einzukurbeln, fahren wohl weiter einige, und eben gerade gab es noch einen kurzen Schauer, deswegen die ganzen Regentropfen hier auf der Scheibe, aber es soll dann ab Mittag wieder sonnig werden, wieder so wie gestern, 22, 23 Grad. Und dann geht es weiter für uns auf der Margaritenroute. So, guten Appetit. Also, das ist der City Campingplatz Kolding. Wahrscheinlich erst die erste oder zweite Saison. Aber so wie wir es gern haben, wenig Reglement. Es gibt einige Stromsäulen, es gibt ein paar kleine Pfähle mit Nummern. Aber man kann sich, so wie ich das gesehen habe, wohl selber aussuchen, wo man stehen möchte. Es gibt eine ganz nette Entsorgungsanlage mit einem breiten Schacht, den man auf jeden Fall treffen kann. Mit seinem Ablassventil, egal wo am Fahrzeug es sich befindet, hinten, Mitte, unten, oben, scheißegal. Eine extra Säule für die Toilettenentleerung, sehr bequem. Das Ganze hat uns jetzt zum Einführungspreis, weil neuer Platz, ungefähr 20 Euro gekostet. Duschen sind drin, die sind auch nicht zeitlich limitiert und kosten auch nichts extra. Eine nette kleine Kabine in einem Duschhäuschen, da sind glaube ich vier Kabinen drin mit Waschbecken und eigener Toilette und einer sehr angenehmen warmen Dusche. Wie gesagt, nicht zeitlich limitiert, man kann also ohne Hast seine Körperhygiene erledigen. Das ist der Duschcontainer. Da hinten ist ein Container für, ja, wahrscheinlich irgendwann mal doch mit Anmeldung. Momentan ist es da hinten. Das ist der Platzwart mit dem Check-in. Der scheint hier in der Saison eben auch zu wohnen. Wir haben gestern online eingecheckt. Letztendlich mussten wir dann aber trotzdem zu dem Platzwart, damit man so eine Servicekarte bekommt. Die benötigt man, um in den Containern Zutritt zu erhalten. Da hinten sind diese kleinen Ferienhütten. Da sind auch einige von bewohnt. Die sehen echt ganz schnucklig aus. Bisschen Kinderspielgedöns ist auch da. So ein Hüpfkissen, eine Schaukel, eine Sandkiste. Mülltrennung ja, aber ungewöhnlich zu den anderen hier. Also extra Papier habe ich nicht gesehen. Extra Glas gibt's. Es wird unterschieden zwischen Abfall und Organic-Abfall. Und ich glaube, ich bin jetzt gefragt, ich soll... Ich hab meins, ja. Deins! Ja, ich habe ein Smartphone entführt. Bricht schon mittelschwere Panik aus. Also man fährt wohl so wieder raus. Dann stecken wir die Servicekarte da hinten in den Briefkasten von dem einen Container. Und dann reiten wir davon. So, genau. Und nochmal zur Mülltrennung. Also extra Papier gab es nicht. Stattdessen wird getrennt zwischen Metall, sonstigem Abfall, organischem Abfall, also Bio, und Hartplastik. Ich habe da jetzt unseren gesamten Plastikkram reingetan, aber Hartplastik haben wir eigentlich gar nicht. Also so eine Weichspülerflasche oder irgend so ein Kram. Ja, dann kommt das ja in Restmüll scheinbar. Ich habe jetzt den Beutel, da lagen ganz andere Sachen drin. Also die Leute sind hier, glaube ich, querbeet etwas überfordert. Ja, naja, wir werden sehen. Die Schranke geht auf. Dann kommt jetzt die Karte von Dunn-Camps.
Camping mit den Smee. Wir haben es 11.19 Uhr und alles ist jetzt erledigt. Haben es ja heute ein bisschen ruhiger angehen lassen und ja, Müll ist auch ja entsorgt und Fähr- und Entsorgung ist auch ganz schön hier zu erledigen und alles ist wieder aufgefüllt bzw. abgelassen und jetzt machen wir uns weiter auf die Margaretenroute und zwar werden wir jetzt nicht mehr dieser Route gen Norden folgen, sondern wir schwenken jetzt auf die Route, die noch weiter an der Ostsee lang geht und fahren dort dann eben nordöstlich, so lange bis wir dann auch den für diese Tour Point of No Return erreicht haben, weil wir dann wieder auf Heimatkurs sein müssen. So, los geht's jetzt mit der Tour Tag 3. Kennt ihr eigentlich schon unseren Reiseblog? Umivo versorgt seit 2010 Campingbegeisterte mit über 600 Reise- und Testberichten. Schaut gerne mal vorbei und abonniert auch gerne unsere Newsletter. Mittagspause nach dieser wunderschönen Fahrt durch das Gewerbe- und Industriegebiet hier sind wir jetzt in Höy, richtig? Höy, H-O oder das? H-O-L. Und sind ja hier auf so einem kleinen Parkplatz mit so einem Schotterhaufen und essen jetzt hier in so einem Feriengebiet und essen jetzt erstmal hier zum Mittag mal ein bisschen Obst, was wir uns vorbereitet haben. Ne? Und da steht schon der Reis, den Claudia gestern Abend noch zubereitet hat. Den werden wir uns sicherlich auch noch reinschlagen, wenn er nicht mehr ganz so kalt ist. Und die Route geht jetzt weiter von der Margaritenroute. Claudia hat jetzt das Smartphone mit der übergelegten Karte, Overlay nennt sich das ja bei Google Maps, eben jetzt immer in der Hand. Und wir navigieren so nach der Margarite, die mal ist hier angezeigt, mal ist hier nicht angezeigt entsprechend und auch natürlich auf der Google Maps Karte. Das heißt, wir nehmen hier jetzt keinerlei Navigationsanweisungen, sondern Claudia macht hier quasi die Navigatoren. Und das ist die moderne Form der Kartennavigation. Ja, und auch so kommunikativ. Jetzt da vorne gleich. Da vorne links. Gleich. Ding, nein, jetzt, nein. Jetzt, nein, da. Ah.
Jetzt weiß ich's, okay. Gut. Ja, aber geht, ne? Und zeigt irgendwie, dass man hier auch so schön vorankommt. Ich hoffe, jetzt kommen wir aber gleich wieder ein bisschen mehr ans Wasser. Mittagspause. Wir sind hier jetzt durch etliche Städte ja gefahren, habt ihr ja gesehen, und sind jetzt hier an so einem Kro, also an so einem Hotel-Restaurant, der heißt Harresö, und ja, es gibt jetzt den versprochenen Reis, den Claudi gestern gemacht haben. Echt super. Und dann machen wir noch ein kleines Nickerchen. Das ist jetzt hier so direkt so ein schöner Parkplatz. Ein bisschen mit Bäumchen und Hecke. Hier das Kro, der Kro, wie auch immer. Und da hinten ist die Landstraße. Und wir sind, wie gesagt, immer noch auf der Margaritenroute. Claudi hat hervorragend navigiert, wie vorhin beschrieben, mit Google Maps einfach selbst die Anweisung gegeben. Aber ich muss dazu sagen, dass die Ausschilderung jetzt hier seit heute oder seitdem wir jetzt durch Fredericia gefahren sind, ist deutlich besser geworden. Aber wir haben auch gesehen, dass so einige Margariten auch abmontiert wurden. Da war dann nur noch der Pfeil zu sehen. Also auch ein gutes, gern genommenes Souvenir scheinbar hier in der Gegend. Was aber wirklich abgefahren war, ist, was wir hier für Hügel oder kleinere Berge gefahren sind. 12% Steigung und solche Geschichten. Also plötzlich geht es hoch oder runter wie verrückt und dann bist du unten am Meer. Also das war schon krass, hätte ich nicht gedacht. Kleine Beltbrücke. Genau, kleine Beltbrücke sind wir auch noch drunter durchgefahren, sonst immer drüber. Und ja, haben eben auch mal so wirklich so das pure dänische Städtetreiben gesehen mit den üblichen, mit einfachen Wohnhäusern und so weiter. Also nichts so aufgehübschtes, was man immer so hier so am Straßenrand sieht, wenn man so durch die Touri-Gebiete fährt. Naja, jetzt machen wir erstmal weiter Mittag und dann geht's wieder auf Tour. Wohnmobile. Hier rechts. Da. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Hier steht ein Wohnwägelchen. Die müsste dann hier rechts rein.
ist mit der Schnauze zum zur Hecke. Zu der Hecke? Ja. Oder zur links vom Tisch stellen. Dieser wunderbare Übernachtungsplatz von Karen und Thomas Schulz ist kostenlos und perfekt für einen Zwischenstopp. Hier gibt es alles, was man braucht. Wasser, Strom, Entsorgungsmöglichkeiten und sogar einen Wintergarten mit gemütlichen Sesseln zur freien Nutzung. Honig könnt ihr hier auch kaufen und Haustiere sind herzlich willkommen. Bitte lasst auch für euren Aufenthalt einen freiwilligen Beitrag da, damit die Betreiber diesen Platz weiterhin unterhalten können. Er ist echt ein absoluter Geheimtipp, den es wohl so nur hier in Dänemark gibt. Ein Kaffee bitte mit Kringel. Ja, so Info-Points können wir mal zusammen gucken. Ist aber jetzt nichts. Honig und so weiter kann man kaufen. Die scheinen hier was zu produzieren. Ne? Aber ganz schön hier so der Blick wieder ein bisschen ins Weite. Ne? Ist doch ganz schön. Wir vertreten uns noch ein bisschen die Beine. Es ist schon, ich glaube, fast 7 oder so. Ja, aber die Sonne ist jetzt heute mal wirklich noch mal ein bisschen länger rausgekommen. Jetzt ist es wirklich noch ein bisschen angenehm. Es war auch schon wieder ein bisschen Jackenwetter. Ist nicht mehr so warm, aber trocken. Und ja, war ganz nett. Wir haben gerade mit einem dänischen Ehepaar noch gesprochen. Auf dem Platz steht ja auch noch ein Wohnwagen gespannt. Und dadurch, dass dieser Stellplatz im Prinzip kostenlos ist, haben wir da nochmal gefragt, wo man hier ein bisschen eine Spende abgeben kann, weil wir morgen auch unseren Müll loswerden wollen und das geht hier. Vielleicht auch die Toilette noch leeren und dann haben die uns das erklärt und haben uns auch noch gesagt, dass die Eigentümer, die Betreiber im Urlaub sind in Deutschland und sie ein bisschen nach dem Rechten schauen und deswegen auch dort stehen. Ja, und dann haben die uns gleich gezeigt, wo wir ein Kuvert finden, wo wir unsere kleine Spende da reintun können. Und ja, dabei fällt uns irgendwie immer auf, dass wir die ganzen 3 Tage jetzt schon immer versucht haben, irgendwie nach dem Geldautomaten zu gucken. Aber es ist uns irgendwie nicht gelungen. Nee. Irgendwie waren wir nicht einfach zu sehr in der Stadt, in den Städten unterwegs. Aber jetzt machen wir hier noch eine kleine Runde. Ich habe noch mal ein bisschen bei Open Street Maps noch mal geguckt. Open Stream Maps. Und ja, und hier gibt es noch so einen kleinen Wanderweg. Ist auch eine ganz schöne Gegend hier. Und ja, dann haben wir wenigstens heute noch mal ein paar Schritte gelaufen, weil wir den ganzen Tag irgendwie nur im Auto und unterwegs waren. Und das kennen wir ja gar nicht, oder? Ja, wir sind ja immer mit dem Hund draußen. Heute gab es nicht so viel zu gehen. Es war ja auch recht bewölkt und wir sind mehr gefahren und haben mehr die Aussicht genossen. Die Küste war ja sehr stark bebaut mit Ferienhäusern etc. Also ziemlich eng hier eigentlich. Es gab jetzt auch nicht so viele Stellen, wo man richtig gut anhalten konnte und war eher alles so ein bisschen in privater Hand auch. Wahrscheinlich fahren auch alle aus dem Großraum Kolding da eben hin am Wochenende und im Urlaub. Und ja, also von den Ferienhausgebieten und der Zersiedelung hat es mir jetzt nicht so gut gefallen. Also da haben wir schon schönere Orte gesehen, oder? Ja. Ja, also war ganz interessant. Ja. Ja, es war einfach mal eine Gegend, die wir bisher so nie mit dem Auto durchquert haben. Und es gab auch ein paar schöne Ansichten, aber der Tag 3 jetzt, ist ja von der Reise, der dritte Tag auf der Route, da sind wir auch wieder gut über 100 Kilometer gefahren, war eigentlich jetzt nicht der Favorit. Also gestern. Also am spannendsten fand ich tatsächlich immer an vielen Orten, wenn es runterging zum Wasser, wie steil und bergig das teilweise war. So ein bisschen Little Norway. Also musstest da wirklich ziemliches Gefälle
überwinden, um runter zum Wasser zu kommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was wir aber auch gesehen haben, Leute, die ganz tapfer mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, und zwar kein E-Bike. Da habe ich immer auf die Oberschenkel geguckt und gedacht, okay, die sehen ganz schön normal aus. Also wenn die die ganze Straße schaffen, die wir mit dem Auto hochgefahren sind, dann aber herzlichen Glückwunsch. Ja, wirklich. Also eine tolle Gegend, so abwechslungsreich, aber es war auch wirklich ziemlich zugepflastert wieder mit Ferienhäusern, und hier ist halt nicht so die Weite, wie es eben an der Westküste ist, und von daher, ja, muss man jetzt nicht so ständig haben, aber war interessant. So, und jetzt gucken wir noch ein bisschen hier uns die Gegend an. Zwei lachen im Schatten. It's getting too loud in here. It's time to get out. I'm reading you loud and clear though. There's no need to shout. In time will be all we need. So, welchen Tannenbaum hättest du denn gerne für Weihnachten? Nur noch 4 Monate und ein Tag. Bei Umiwurst gibt es keine Tannenbäume zu Hause. Wenn es möglich ist, nehmen wir den Plastik mit, den kleinen, für das Wohnmobil, weil wir Weihnachten immer unterwegs sind. Wahrscheinlich nehmen wir den kleinen Wicht dann auch mit. Mit dieser kleinen Diashow endet auch schon der 3. Teil unserer Reise entlang der Margaritenroute. Der heutige Tag war durchgehend von Fahrerei geprägt, aber wir waren froh, dass wir noch diesen schönen kleinen Stellplatz gefunden haben und abends noch eine schöne Wanderung durch die Heide gemacht haben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, abonniert unseren Kanal und schaltet auch wieder ein, wenn es in den 4. Teil wieder weiter entlang der Margaritenroute geht. Viele Grüße von Team Umiwo. Bis bald.